Ja, schönen guten Morgen. Ich bin zu hören offensichtlich. Toll, dass wir da sind. Wieder mal. Viele zum zweiten oder dritten Mal sogar. Heute geht es also um BPM in der Cloud und was kann das eigentlich bedeuten? Sowohl BPM als auch die Cloud sind ja nicht wirklich neu als Begriff. Also insofern kann man ja schon die Frage stellen, worum soll es jetzt eigentlich gehen? Und Guido hat es gerade gesagt, es geht ein bisschen darum auch zum einen damit aufzuräumen, was eigentlich mit BPM in der Cloud assoziiert wurde in den letzten 10 Jahren ungefähr. Und auch darüber zu sprechen, was wir als Firma Camunda und ich eben auch dann persönlich gelernt haben in Bezug auf BPM in der Cloud. Und das kann ich auch gleich ein bisschen konkretisieren. Also es geht um BPM-Technologie in der Cloud, es geht nicht um BPM-Methodenwissen in der Cloud oder Ähnliches, es geht um Software und es geht natürlich auch bei uns immer primär um Automatisierung. Wir werden heute Nachmittag auch über das Thema Modellierung in der Cloud sprechen, da gibt es spannende Entwicklungen. Jetzt in dieser Keynote allerdings fokussiere ich mich erst einmal auf das Thema Automatisierung. Ja, Cloud nicht neu auf der einen Seite, auf der anderen Seite glaube ich, dass es sehr unterschiedlich verstanden wird als Thema und auch die Motivation durchaus unterschiedlich letztendlich rezipiert wird. Das heißt, ich würde ganz gerne zunächst mal uns auf einen Nenner bringen und darüber sprechen, was jetzt erstmal aus meiner bescheidenen Sicht, habe ich mir nicht ausgedacht, habe ich mir sozusagen abgeguckt, beim Thema Cloud eigentlich der spannendste Aspekt ist. Also wenn es darum geht, wollen wir IT in der Cloud praktizieren, warum eigentlich? Wird vielen schon bekannt sein, aber vielleicht auch nicht allen, diese Denkweise. Es geht im Grunde um das Thema Ressourcen, Ressourcenverfügbarkeit und Ressourcennutzung. Das heißt also, wenn wir in den Urlaub fahren beispielsweise, dann stellt keiner in Frage, dass wir dann in der Regel in ein Hotel gehen und uns nicht irgendwo eine Wohnung kaufen. Das macht man, glaube ich, nicht. Das heißt also, wir greifen auf eine Ressource zurück, die hat jemand bereitgestellt. Wir verlassen uns darauf, dass die Ressource so funktioniert, wie wir uns das erhoffen. Wir bezahlen nur so viel, wie wir eigentlich brauchen von der Ressource. Also zum Beispiel ein Zimmer für 3 Tage mit einem Bett und wenn wir mit Familie verreisen, vielleicht mit einem Doppelbett und 2 Kinderbetten. Und dann sind wir sozusagen fertig und fahren wieder ab und die Ressource wird für uns nicht mehr verfügbar gemacht und kostet uns auch nichts mehr. Ist irgendwie klar. Haben wir immer schon so gemacht. Ne? Es wäre komisch, das irgendwie anders zu machen. Auf der einen Seite, selbstverständlich. Jetzt gibt es ein anderes Thema. Meine Frage, wer von Ihnen praktiziert eigentlich Carsharing? Mal kurz die Hand heben. Wer macht Carsharing? Ganz schön viele bereits. Wer von Ihnen hat ein eigenes Auto? Mal kurz die Hand heben. Ein paar mehr. Wer von Ihnen, nur mal aus Neugier, wer von Ihnen hat kein eigenes Auto und macht Carsharing relativ oft? Ein paar weniger. Ich kenne auch ein paar Gesichter. Das ist nicht ganz so selbstverständlich. Das Prinzip ist an sich erstmal dasselbe. Wir müssen nicht eine Ressource, die relativ viel Geld kostet, mindestens einmalig, aber auch im Unterhalt, vorhalten, um sie zu benutzen, immer mal wieder, sondern wir können auf eine Ressource zugreifen, die jemand bereitgestellt hat, benutzen sie in der genauen Intensität, die wir sie brauchen, für genau den Zeitraum, in der wir sie brauchen und zahlen dann eben dafür und dann ist gut. Trotzdem, ich würde mir zustimmen, ist Carsharing jetzt noch nicht so omnipräsent und alle machen das und verzichten auf das eigene Auto, das vielleicht bei einem Hotel jetzt am Urlaubsort ist. Es gibt auch welche, die, meine Tante zum Beispiel, die fährt mit dem Auto von München nach Berlin, was ich schon schwer nachvollziehbar finde. Fährt dann mit dem Auto von München nach Berlin und ich dann frage, warum machst du denn das? Fährst du so wahnsinnig gerne Auto und geht eigentlich? Ja, warum machst du das dann? Kannst du auch mit der Bahn fahren. Ist vielleicht teurer, aber wenn du eine Bahncard hast, dann eben nicht, wenn es regelmäßig macht. Ja, aber dann ist die Antwort, naja, dann habe ich aber auch ein Auto in Berlin. Ne, dann kann ich da auch immer Auto fahren, wenn ich möchte. Was stellen wir fest? Es gibt diese Dienste. Diese Dienste werden langsam adaptiert, aber es gibt immer auch eine gewisse, im Englischen sagt man Reluctance, ne? Also so eine gewisse Trägheit dabei, solche Dinge zu adaptieren. Und das ist auch die Situation, die wir aktuell in der Cloud haben. Also natürlich, wir hatten das gestern auch beim Community Day, kommen sofort Themen auf wie die Daten und die Kontrolle etc. Also wenn ich ins Hotel fahre und meine Tochter dort ins Bett lege, dann hoffe ich halt, dass das wahrscheinlich sauber ist. Also so ganz die Kontrolle habe ich da auch nicht. Deswegen kaufen wir keine Wohnung dort. Also wir haben im Prinzip dort eine gewisse Trägheit, von der ich glaube, dass sie sich auflösen wird und dass sie sich sehr schnell auflösen wird. Und das ist auch interessant. Als ich vor 2 Jahren im Silicon Valley war, habe ich eine Sache unter anderem gelernt, die war, naja, bei den Deutschen, das ist schon faszinierend. Wir haben diese neuen Themen, also Themen rund um Google, Themen rund um Amazon oder Netflix. Und in Deutschland braucht es immer so länger. Also das ist so, das dauert eine Weile, bis das dann angenommen wird. Aber dann geht es sehr schnell. Also dann bricht der Damm sozusagen. Das ist, wenn man diesen Technology Adoption Cycle kennt, ist er sozusagen gestaucht. Ne, da hat so eine längere Vorlaufzeit und dann geht es aber ziemlich schnell. Das haben wir zum Beispiel gemerkt beim Thema BPMN. Ne, im Jahr 2000.
8 rum ungefähr gab es immer noch so eine gewisse Trägheit, da wurde noch gesagt, ja, und EPK und BPMN und ist doch irgendwie nur für Techies und so. Das war zu einer Zeit, wo das andernorts bereits ziemlich stark adaptiert wurde. Also dieser EPK-Damm gab es, den gab es eine ganze Weile. Und dann so in 2009, 2010 rum, dann brach der so langsam und heutzutage ist das Thema gegessen. Und das ging dann in einer sehr viel kürzeren Zeit, als das zum Beispiel in den USA war, die Adaption. Könnte auch an EPK gelegen haben, aber ich glaube, es hat auch mit dem Kulturkreis zu tun. Was heißt das jetzt für BPM eigentlich? Im Wesentlichen zunächst einmal, Camunda hat Stand heute kein Cloud-Offering. Ne? Unser Produkt ist on-premise, so sagt man dazu. Man lädt das runter, installiert das. Gleichzeitig sind wir offensichtlich davon überzeugt, dass dieser Cloud dann brechen wird und dann geht das alles sehr schnell. Also fragen wir uns natürlich, was heißt eigentlich dieses Cloud-Thema jetzt für BPM? Und ich möchte mal darüber einsteigen, was heißt eigentlich BPM-Technologie? Welchen Nutzen erreichen wir damit? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen so zum 87. Mal, aber ich glaube, wir haben mittlerweile eine ziemlich gute, so ein Sample-Set, so eine Stichprobe in unserer eigenen Kundschaft, die uns darüber interessante Schlussfolgerungen liefert, die wir oder ermöglicht, die wir vor 2-3 Jahren einfach noch nicht machen konnten. Es gibt so ein Thema, das kommt bei jeder BPM-Con, das muss auch dieses Mal wieder kommen, das Thema Zero-Code und Low-Code-BPM. Das heißt, wenn wir also die letzten 10 Jahre angucken, und es gibt ja BPM in der Cloud-Offerings, eine ganze Menge von verschiedenen Firmen, die sind nicht wahnsinnig präsent, im Sinne von, dass die jetzt wahnsinnig viel benutzt werden, aber sie sind irgendwie da. Die Story war eigentlich fast immer dieselbe. Es wurde vermischt, das Thema Cloud, mit dem Thema Low-Code. Ne? Es gibt so dieses abstrahierte Zitat von fast jedem Geschäftsführer oder CEO, von fast jedem BPMS-Vendor in den letzten 10 Jahren. Mit unserem Produkt können also hier Business-Leute Prozessapplikationen bauen und dann brauchen sie keine Entwickler mehr. Es ist übrigens ganz interessant zu beobachten, dass die klassischen BPM Behemoth sozusagen, die Vendors, die bei Gartner so immer sich so getummelt haben in Quadranten, also meinetwegen Pega, Appian im US-Raum, aber zum Beispiel eben auch Oracle oder andere, dass die stark, immer noch stark in diese Richtung gehen und sogar vom Thema BPM und Workflow auf eine Art weggehen und zu solchen generischen Application Development Plattformen werden, was vielleicht übrigens auch Sinn machen kann. Vielleicht. Es gibt ein Zitat, was, wie ich finde, das Thema sehr schön auf den Punkt bringt. Das ist von Sandy Kemsler, das kann man auch nachlesen. Also die Realität sieht anders aus. Sobald wir in weniger einfache Prozesse reingehen und die umsetzen, müssen wir eigentlich immer technische Personen involvieren, immer Entwickler involvieren. Wir natürlich auch Analysten und nicht Techniker, das ist ja klar bei einem BPM-Projekt, wo wir Business und IT zusammenbringen, aber wir müssen im Grunde immer technische Personen involvieren, das ergibt sich einfach aus der Natur der Sache heraus und dann kriegen wir mit diesem Low-Code-Ansatz schnell ein Problem, weil dieser Low-Code-Ansatz eben in aller Regel nicht diese Anforderungen erfüllt, die auch Neil vorhin auch angesprochen hat, ne, diese Openness, diese Embeddability oder diese Agility in Bezug auf meine Entwicklungsworkflows etc. Ich glaube, die meisten hier wissen, wovon ich spreche. Trotzdem wurde das immer stark vermischt. Ne? So Cloud geht ja irgendwie alles ganz einfach, ist schon da. Noch toller, wenn ich nicht nur keinen Server brauche, sondern eben auch keine Programmierer und dann wurde das in einen Topf verrührt. Und das ist, glaube ich, einer der Fehler, die gemacht wurden in Bezug auf BPM in der Cloud in den letzten 10 Jahren. So mal andersrum gesprochen. Wenn der Vorteil von BPM-Technologie also nicht dieses Low-Code ist, ja, was ist es denn dann eigentlich? Warum soll ich das überhaupt nehmen? Warum kann ich auch programmieren, meine Workflows oder Ähnliches? Und ich möchte mal drei Beispiele erwähnen und dann versuchen, das so quasi zu einem Muster zusammenzuführen. Wer war schon mal hier? Mal kurz die Hand heben, wer dort schon mal war? Ja, so, alle sind bei Camunda und Björn, der Freelancer, der mit Camunda arbeitet. Das ist ein Kunde, das ist das Schweizer Patentamt. Die setzen jetzt Camunda ein, wir können ja nur von unseren eigenen Geschichten wirklich am besten erzählen, weil wir die am besten kennen. Die setzen Camunda seit ein paar Jahren bereits ein, um Patentanmeldungen zu bearbeiten oder auch Markenanmeldungen generell, also Schutzrechtsverwaltung. Das ist also ein relativ komplexer Prozess, der ist teilweise auch so ein bisschen Case-Management-mäßig, das heißt also nicht immer hundertprozentig eindeutig strukturiert, aber sie setzen eben diese Technologie ein, diese BPM-Technologie, die im Wesentlichen BPMN beinhaltet, aus bestimmten Gründen, auf die komme ich jetzt gleich, aber sie machen kein Low-Code, ne? Das ist nicht das Thema dort. Und ja, was haben die da? Die haben diesen Kernprozess, da sind so 5000 Vorgänger am Tag, 250 Leute sind da involviert, also jetzt nicht irgendwie das Mörderding, aber schon Kernthema. Ne? Und die haben da eine Menge Geld investiert, nicht nur in uns, als wir es bezahlen mussten, sondern auch in das Projekt und haben da was gemacht. Also irgendwas müssen die ja davon rausgezogen haben, wenn nicht Low-Code. Was ist das denn? Komme ich gleich zu. Mal ein zweites Beispiel. Ganz anders. Wer war schon mal hier auf dieser Seite? Wer hat schon mal bei Zalando was gekauft?
Na, fast mehr als ein Auto haben. Okay. Also hier, der Herr Freund, der kauft sich einen schlanken Schuh und hat sich also alles angesehen, hat sich dazu durchgerungen, sich das zu trauen, sich was zum Anziehen zu kaufen, das mache ich ja selten. Und jetzt muss er also hier auf Jetzt kaufen klicken. So. Wenn ich hier auf Jetzt kaufen klicke, was passiert? Ihr könnt es wahrscheinlich raten, es startet ein Prozess in Camunda. Was macht der Prozess? Der ruft so einen Payment-Service auf, der ruft so einen Logistics-Service auf, so einen Stock-Service, dass das halt dann reserviert ist, die Ware. Der ruft so einen Partner-Service auf, einen Coupon-Service und dann ruft er am Ende noch SAP auf. Ich glaube, am Ende immer SAP aufgerufen wird, egal in welchem Kontext. So ein bisschen wie, man muss nicht im Übrigen der Ansicht sein, dass man Karthago zerstören sollte, man muss SAP aufrufen, das ist sozusagen, was immer kommt. Ist halt so. Die machen das mit Camunda, die machen das mit BPMN, die machen das im großen Stil, die haben da viel investiert. Dieser Prozess läuft innerhalb von 300 Millisekunden durch, dann gibt es eine Dankeschön-Seite, die machen das für 16 Millionen Kunden weltweit, jede Bestellung läuft da drüber. Warum eigentlich? Wegen Low-Code? Nee. Warum dann? Komme ich gleich zu. Wer war hier schon mal? Fangfrage. Beziehungsweise, wenn ich, wenn, Sie sind unter uns. Nee, aber. Genau, also man erkennt es wahrscheinlich, das ist der Mars Rover. Der hat ein Selfie hier gemacht tatsächlich, also ein Selfie vom Mars Rover und ohne Scheiß, es geht. Was ist die Story dahinter? Da kann ich nicht ganz so offenherzig sein, aber was ich sagen darf, ist, die NASA setzt Camunda ein, genauer genommen das Jet Propulsion Lab, also das Labor in Pasadena, Kalifornien, die Mars-Mission verantworten. Die setzen Camunda im großen Stil ein, nicht für den Urlaubsantrag. Wir dürfen noch nicht offiziell sagen, was jetzt, also setzen sie an verschiedenen Stellen ein, aber das spannendste Projekt ist halt noch nicht offiziell verkündet, aber Sie können ja mal googeln, was die NASA in 2020 vorhat und dann kennen Sie den Kontext. Also es ist jetzt nicht so, dass Camunda auf dem Rover läuft, aber jetzt auch nicht so wahnsinnig weit weg davon. Abgefahren. Es ist, wir sind alle Nerds, Geeks auf eine Art und das ist für uns das natürlich most exciting Projekt, mit dem wir es her zu tun hatten. Leider, wie gesagt, alles noch relativ verschlossen. So viel durfte ich jetzt sagen und mehr auch nicht. So, die machen das. Warum? Wegen Low-Code? Nee, stimmt nicht. Die rufen noch nicht SAP auf am Ende. Also die und Allianz und die Bahn und Telekom und AT&T in den USA und Universal, also wahnsinnig viele spannende Organisationen, die wir als Kunden gewinnen konnten in diesen 3 Jahren. Wir machen das ja erst seit 3 Jahren mit dieser Software. Die setzen das ein. Ich gehe natürlich wahnsinnig an jetzt gerade, ne? Das muss man ja auch nachsehen. Aber ich versuche auch, das Muster herauszuarbeiten, denn die haben tatsächlich alle dasselbe Muster. Das ist faszinierend. Aber das Muster ist nicht Low-Code. Bei einigen gibt es eine Variante von Low-Code, darauf komme ich heute Nachmittag mehr zu sprechen. Der Begriff hier ist Domain-Specific Low-Code. Aber das ist die Minderheit, das sind vielleicht so 10-15%. Der Rest dieser über 100 Kunden, die wir mittlerweile haben, setzen Camunda ein, ja, auch vermehrt wegen CMMN und DMN, aber immer noch größtenteils wegen BPMN, also wegen Workflow. Und die haben alle das gleiche oder die gleichen 4 Themen. Das sind die hier. Das erste ist, sie wollen Arbeit verteilen. Also es ist relativ back to the roots now. Sie wollen Arbeit verteilen. Sie möchten dafür sorgen, dass Menschen was tun. Sie möchten dafür sorgen, dass Systeme was tun, die sich hinter einem API-Service verborgen haben, die also aufgerufen werden. Sie möchten, dass diese Dinge passieren in einer bestimmten Reihenfolge, unter bestimmten Umständen oder eben auch nicht. Das ist ein Problem, das die halt irgendwie technisch lösen müssen. Ja, ich kann das ausprogrammieren mit if then else und solchen Geschichten, aber ab einem gewissen Grad, einer gewissen Komplexität, nimmt mir so eine Workflow-Engine dann eben doch eine ganze Menge ab. Eine Datenbank kann ich mir auch theoretisch selber programmieren. Mache ich das nicht? Ich nehme eine Datenbank. So meine ich eben auch eine Workflow-Engine. Das ist der eine große Punkt. Der zweite große Punkt ist das Thema Events. Events können Workflows auslösen. Wir kriegen eine Bestellung rein und machen hier die ganzen Zalando-Sachen zum Beispiel. Aber Events können auch zwischendurch passieren. Ne, wir verschicken eine Rechnung und warten auf das Geld oder wir verschicken oder wir stellen einen Antrag und warten auf die Bewilligung oder ähnliches. Also das ist jetzt nur ein Beispiel für ein Event, so eine Nachricht, die reinkommt. Ne? Und dann die Camunda-Leute, also auch die aus dem Ökosystem, kennen das Thema. Wenn so eine Nachricht reinkommt, dann müssten wir die, man sagt, dazu korrelieren. Ne? Wir müssen dann sagen, okay, hier ist Geld angekommen, was ist denn da im Verwendungszweck für eine Nummer angegeben? Aha, das ist ja der Kunde so und so, auf dessen Zahlung haben wir schon gewartet. Das ist die Nachrichtenkorrelation. Das ist ein richtig anspruchsvolles Thema in der IT. Das muss ich erstmal hinkriegen. Ich kann das programmieren, klar. Ich kann auch eine Datenbank programmieren.
Wenn ich aber so ein System nehme, so ein Workflow-System, und das war immer schon so, seit auch vor BPMN nebenbei gesagt, dann wird mir dieses Problem eben gelöst, wird mir abgenommen. Das zweite große Thema. Das dritte ist ein Querschnittsthema, das muss man eigentlich fairerweise sagen. Das heißt also, es zieht sich über diese Bereiche hinweg. Das ist die asynchrone Verarbeitung. Wer von Ihnen ist mit dem Thema asynchrone Verarbeitung vertraut? Mal kurz die Hand heben, bitte. Ganz schön viele, ne? Ich glaube, so viele findet man auch nur auf einer Camunda-Veranstaltung, die Hand heben. Nee, warum? Das ist echt faszinierend. Asynchrone Verarbeitung. Es gibt nur, eigentlich gibt es so ein Schwarz-Weiß-Thema. Entweder man findet es krass wichtig oder man weiß nicht, was es sein soll. Es gibt eigentlich nichts dazwischen, habe ich festgestellt. Ich wusste lange Zeit nicht, was es sein soll und finde es inzwischen krass wichtig. Nicht zuletzt auch dank unserer Engineers, also dank Daniel Meyer und all den anderen, die bei uns diese Software bauen. Ich versuche es mal mit meinen Worten, wahrscheinlich mehr schlecht als recht, auf den Punkt zu bringen. Es geht darum, dass wenn wir keine asynchrone Verarbeitung haben, aus welchen Gründen auch immer, dann versucht also das System, diese ganzen Schritte zu erledigen. Und wenn dann irgendwas zum Beispiel schief geht, dann ist alles verpufft. Ne? Dann ist so von vorne. Das kann sogar gewollt sein, ne? So im Sinne von Transaktionssicherheit. Aber erstmal so, okay. Was wollen wir vielleicht machen unter bestimmten Umständen, wenn wir eine Anfrage kriegen, also sozusagen so ein Startereignis? Wir wollen das nehmen, wir wollen das erstmal irgendwo hin tun, dann werden wir mal versuchen, unsere Dinge zu machen, und wenn das nicht funktioniert, dann haben wir wenigstens mal noch einen gewissen Stand, auf den wir zurückgreifen können, um es dann vielleicht nochmal zu probieren. Die Nachricht ist zum Beispiel nicht einfach weg. Das ist so ein bisschen quasi erstmal abgelegt und nicht einfach nur hier die Spionagenachricht gelesen und dann verbrannt oder so ähnlich. Das ist ein wahnsinnig wichtiges Grundkonzept. Also das spiegelt sich in allen möglichen Bereichen wider. Das ergibt sich konsequenter oder unvermeidbarerweise im Bereich Benutzeraufgaben. Wir legen das in eine Datenbank, dann soll der Mensch was machen, wenn er fertig ist, geht es weiter. Haben wir eine asynchrone Situation. Wir haben eine asynchrone Situation, wenn wir jemanden eine Nachricht schicken und auf eine Antwort warten. Gegebenenfalls, wie in diesem Beispiel jetzt hier, die vielleicht irgendwann eintreffen kann. Wir haben eine asynchrone Situation, wenn wir für einen Zeitraum warten möchten. Wir hatten mal ein Startup, die haben unser System eingesetzt, die wollten immer einen Tag warten, bevor sie dem Kunden antworten, damit er denkt, dass sie wirklich für ihn arbeiten, obwohl das eigentlich alles vollautomatisch war. Das war echt eine Anforderung, da war das Timer-Event, ne? 24 Stunden. Wir haben eine asynchrone Situation, und das ist jetzt fast so ein bisschen der Klassiker, wenn wir so einen Service-Task haben und der Service, der ruft eben dann irgendein System auf und das System ist eben gerade nicht verfügbar. Das ist irgendwie down oder hat zu viel zu tun oder sonst irgendwas. Der Service-Aufruf schlägt fehl. Ne? Das heißt, wir sitzen hier, wir probieren es halt nochmal, vielleicht zwei, dreimal in sogenannten aufsteigenden Intervallen, also vielleicht nach 10 Millisekunden und dann nach 10 Sekunden oder nach 10 Minuten. Und wenn es dann auch immer nicht klappt, dann müssen wir irgendwie eskalieren beispielsweise. Das ist ja einige werden das jetzt wiedererkennen, das ist ja im Kern das, was ein ISB für uns macht unter anderem. Das ist eine milliardenschwere Industrie, das ist dieses asynchrone Verarbeiten letztendlich. Also das ist ein massives Thema in diesem Workflow-Bereich, das sich sicherlich auf diese Bereiche hier letztendlich irgendwo auch erstreckt, aber eben auch weit darüber hinausgeht. Und das ist auch richtig anspruchsvoll, das mal eben zu machen. Und hier die Schweizer und die Zalandos und die NASA, die haben diese drei Probleme und Camunda löst die für die. Dafür geben sie eine Menge Geld aus. Und es gibt noch ein viertes, und da kommt BPMN ins Spiel. Das ist dieses Sichtbarkeitsthema. Ich habe früher Transparenzthema gesagt, aber im Englischen ist Transparency dann oft ein bisschen missverständlich. Visibility ist dort eigentlich eher das, was benutzt wird. Es geht darum, dass wir sehen, was passiert, und zwar nicht nur ex ante, also bevor wir so einen Workflow uns ausdenken oder eigentlich in Produktion nehmen. Es geht vor allem darum, dass wir sehen, was passiert, während das Ding läuft. Ne, also ich kann auch keinen Camunda-Vortrag halten, ohne die Heatmap zu zeigen. Das ist mein Lieblingsfeature, aber ich kann es auch nicht oft genug betonen. Das ist jetzt ein echter Prozess, der ist jetzt nicht wahnsinnig komplex, aber sozusagen ein Echtweltbeispiel. Und ne, da kann man sich so eine Frage stellen, hat man jetzt hier irgendwie ein paar tausend Vorgänge vielleicht. Ja, Moment mal, da kommen ja ganz schön wenig an hier am Ende. Das ist nur so ein leichter Blauschimmer sozusagen. Was ist denn da los? Ja, da steigt immer irgendwie, der steigt vorher aus irgendwelchen Gründen. Ja, wo denn? Ja, ich habe mal so geguckt, so anecdotal evidence mäßig, wahrscheinlich hier, da habe ich viele gefunden, die da aussteigen. So, und dann schaut man aber auf so eine Heatmap und stellt fest, nee, Moment mal, das sieht vielleicht erst danach aus, aber der Löwenanteil liegt ja wirklich hier raus. Und das erkenne ich jetzt eben auch dann direkt und kann direkt damit handeln. Das heißt also, ich kann jetzt direkt dort das Modell umstellen und kann das wahnsinnig schnell auch wieder in Produktion bringen, sodass ich eben dort mich auf diese Situation dann adaptiert habe und das gefixt habe zum Beispiel, wenn ich das möchte. Das ist, würde ich sagen, der Teil,
den tatsächlich BPMN eigentlich reingebracht hat in dieses Workflow-Thema, das es ja schon lange gab, bevor BPMN aufkam. Also diese Sichtbarkeit bereitzustellen auf einem Niveau, das man einfach nicht kannte und auf Basis eines Standards, der weltweit adaptiert ist. Das ist der eigentliche Wert. Ne, und dann gucken wir also auf die Schweizer und die Zalandas und auf die NASA und auf Allianz und AT&T und wie sie alle heißen. Und keiner von denen macht Low-Code, aber alle geben eine Menge Geld aus für eine solche Lösung, weil sie ihnen diese Probleme letztendlich löst. Ich springe auch mal zurück. Jumping back and forth. Sie löst ihnen diese vier Probleme. Okay. Das heißt, wenn das sozusagen die Antwort ist, jenseits von dem, was wir von den großen Research-Firmen hören und jenseits von dem, was die mit den vielen hohen Marketingbudgets uns immer erzählen, nämlich wir machen jetzt Low-Code, brauchen keine Entwickler mehr, wenn das der eigentliche Nutzen ist und wir haben sozusagen diesen anekdotischen Beweis, dass eine Firma wie Camunda, die das erst seit 3 Jahren macht, in diesen 3 Jahren über 100 Kunden gewonnen hat, die eine Menge Geld für so etwas ausgeben, die eine Menge Investitionen auch vorgenommen haben, die sich strategisch für sowas entschieden haben, also irgendwo ist ja was sozusagen damit bewiesen mittlerweile, wenn das so ist, naja, was ist denn eigentlich das Problem, wenn wir an die Cloud denken? Dann nehmen wir halt das Ding, schmeißen das auf Amazon Web Services, haben wir ja auch schon gemacht, geht relativ einfach, mit Docker, ohne Docker, kann man grundsätzlich machen. So, dann läuft die Möhre, ist doch super. Ne, kann man hier quasi als Cloud-Service anbieten und dann ist alles gut. Aber so einfach ist es eben leider nicht. Das heißt, es gibt eine Herausforderung für BPM in der Cloud, für das BPM in der Cloud, von dem ich jetzt gerade spreche, und die betrifft uns, vor der stehen wir und vor der stehen auch prinzipiell alle anderen Anbieter, alle anderen Hersteller an diesem Markt, in diesem Ökosystem. Also wir haben alle dasselbe Problem in dieser Hinsicht. Und das dreht sich, relativ platt gesagt, um Masse im weitesten Sinne. Ich will das mal ein bisschen aufbauen. Ich muss auch noch ein bisschen mehr angeben. Es tut mir leid, aber es geht nicht anders. Es gibt eine Studie, die wurde am Lehrstuhl Leimann unter anderem gemacht. Also das war der Mr. Professor Biepel. Wer kennt einen Biepel? Mal kurz die Hand heben, wer Biepel kennt. Ja, ein paar kennen noch Biepel. Also die haben diese Studie gemacht, Micro-Benchmarking von Workflow Engines. Zusammen mit Kollegen in Lugano in der Schweiz. So, die haben sich 3 Engines angeguckt, Camunda war darunter und dann noch 2 weitere, deren Hersteller nicht wollten, dass sie genannt werden, als die Studie fertig war. Ich mache das aber einfach. Das eine war Alfresco Activity und das andere war JBoss JBPM von Red Hat. Also mir hat keiner verboten, die zu nennen. Und man kann das auch sich leicht übrigens ableiten aus dem, was da drin steht, aus der Studie. So, also wir haben da sehr gut abgeschnitten, ganz offensichtlich. Ne? Wir kann man jetzt nachlesen, ist zum Runterladen verfügbar. Ich habe jetzt keinen Link hier, aber einfach fragen, dann kann man das nachlesen. Super für uns. Wir sind also so ein bisschen schon Leader of the Pack aktuell, was Workflow-Technologien angeht. Es gibt eine Menge andere Hersteller neben den beiden, aber die sind natürlich an sich schon relativ repräsentativ für das, was im Markt verfügbar ist. Also wir sind in einer sehr komfortablen Lage. Was heißt das performance-seitig? Das heißt, dass wenn man sich so ein Modell hier anguckt zum Beispiel, wir messen so etwas gerne in Operations. Also wir haben hier vier Operationen, 4 Ops in diesem Beispiel, nämlich dass ein Workflow gestartet wird, dass die Engine einen Request sendet, dass die Engine eine Antwort erhält und korreliert und dass wir die Workflow-Instanz wiederum abschließen. Also 4 Operationen. In einer relativ leistungsstarken Umgebung, also auf so einem richtigen Server mit so einer richtigen Datenbank. Das ist jetzt hier, ne? So, aber bis zu 2000 Operationen pro Sekunde mit Camunda BPM, wie es heute existiert, geht schon. Kann man machen. Das wäre jetzt also in diesem Beispiel dann 250 Vorgänge pro Sekunde, wenn das vollautomatisch ist. Ne? Wir reden jetzt nicht mehr so viel von User-Tasks erstmal. Würde ich vielleicht vorwarnen an der Stelle. 250 Vorgänge pro Sekunde, ist doch gar nicht mal so wenig. Wenn das nicht reicht oder wenn man Hochverfügbarkeit braucht, kann man clustern. Ne? Da haben wir hier unsere Cluster-Nodes, da läuft jeweils immer Camunda drauf und dann haben wir so eine Shared Database, sagt man dazu. Und dann hat man da also auch so eine gewisse Skalierbarkeit. Ziemlich gutes sogar. Und wenn man mit solchen Sachen jetzt rumläuft, also Sie merken ja, wie ich mich immer weiter aufplustere, ne? Mit den Kunden und dem Mars und hier 250 Vorgänge pro Sekunde, also und wir sind die Besten in dieser Studie und also man wird schon sehr erfolgsbesoffen auf eine Art. Ne, man läuft so rum und denkt so, oh, wir sind die Besten, uns kann keiner, das ist einfach hier Cutting Edge, was wir machen, uns kann nichts schocken. Und dann reden sie mit Google. Denken, scheiße. Das ist ein Zitat, also vor 2 Jahren war ich auf der QCon in London. Wir haben noch mehr, darüber hinaus damit uns viel unterhalten, aber damals zum Beispiel haben wir da gestanden
Und da war da also dieser Mensch, und ja, wir gucken uns Kamunda an, wir wollen Kamunda einsetzen in einem unserer Dienste. Ich kann jetzt leider auch wieder nicht sagen, welcher, aber wir kennen den auch alle. Und ja, also da haben wir uns das also angeschaut, und also es gibt diverse Punkte bei Google, wo auch Kamunda, ich kann nicht weiter dazu sagen, aber es gibt andere Punkte, wo sie es gerne einsetzen würden und gesagt haben, nee, also Leute, ja, es ist ja ganz schön mit euren Metriken, die ihr uns hier gerade zeigt und diese Skalierbarkeitsprinzipien, die ihr da habt, aber wir bei Google, wir haben da eine andere Vorstellung. Wir brauchen da was fundamental anderes an der Stelle. Dann sagt man, okay, ne? Ist halt so mitunter. Aber irgendwann häufen sich solche Situationen. Ne, dann spricht man mit dem Kunden vielleicht auch. Der Kunde sagt, ja, wir setzen Kamunda ein, um hier Handyverträge zu provisionieren, also abzuwickeln und dies und das im Telco-Bereich. Das ist schon echt stark. Wir haben diese vier Probleme damit gelöst in diesem Bereich und würden die gerne auch in anderen Bereichen lösen. Zum Beispiel, wenn es darum geht, dass Kunden Telefonate tätigen. Ne? Also dann, wenn ich so mein Handy habe und dann gebe ich dann eine Nummer ein und dann wird die Nummer gewählt, dann finden in der Regel ein paar Schritte statt, die sicherstellen, dass mein Vertrag mir auch tatsächlich erlaubt, diese Nummer anzurufen. Ne? Wenn ich dann irgendwie einen Timbuktu anrufe, dann habe ich vielleicht aber nur das, keine Ahnung, Studentenschulkinderpaket oder was auch immer, darf ich eigentlich nicht. Also diese Prüfschritte finden grundsätzlich immer statt, wenn jemand eine Nummer anruft. In einer Geschwindigkeit, die offensichtlich uns gar nicht bemerken lässt, dass das passiert. Diese Schritte sind auch gar nicht so trivial, wie man vielleicht denken möchte. Das ist schon ein Prozess. Dann sagt also so ein Kunde, naja, das würden wir schon gerne dort auch nutzen, ne, das Thema BPMN und Workflow. Wir würden gerne asynchron verarbeiten, wir würden gerne mit Events agieren, wir würden gerne dort diese Schritte koordinieren und wir würden das alles gerne sehen. Ja, und dann hat man mal so, nur ein theoretisches Beispiel jetzt, so eine AT&T zum Beispiel, die haben halt 110 Millionen Handyverträge. Wenn da also jeder so 5-mal am Tag telefonieren möchte und vielleicht eher tagsüber und vielleicht eher so um Weihnachten rum, und wir sagen, jo, 250 Instanzen pro Sekunde gehen schon klar. Dann sagt halt so ein AT&T, wir brauchen vielleicht eher 250.000. Und dann kommen sie auch mit diesem Skalierbarkeitsprinzip, das ich gerade gezeigt habe, nicht mehr zurecht. Dann reicht es nicht. Was wir sehen für BPM in der Cloud, sind Anforderungen, die sind völlig jenseits von Low-Code und ich kann ohne Programmierer irgendwas klicken. Es geht um diese vier großen Themen. Es geht um reine Masse. Es geht darum, dass wir auf Netflix Videos gucken und auf Amazon und dann kommt da eine Drohne und auf Google sehen wir, wann wir irgendwie vielleicht krank werden demnächst, keine Ahnung. Aber es geht um reine Masse. Es passiert einfach wahnsinnig viel und es passiert mit jedem Jahr exponentiell mehr. Und das wirkt sich aus auf Workflows. Es geht um Hochverfügbarkeit und Resilienz. Ne? Resilienz ist ein Begriff aus der Aeronautik. Wenn wir ein Flugzeug fliegen, kommt durch einen großen Sturm, man muss also so ein Flügel, der muss eben um, ich glaube, jeweils 5 Meter hoch und runter ausschwingen können, ohne dass das ein Problem wäre. Dann flext er zurück und geht es gerade weiter. Resilienz ist auch ein Begriff im Ops-Bereich, in der IT, also Resilience, dass wir eben auch unter Umständen, die irgendwie hasardeurmäßig sind, immer noch funktionieren. Im Telco-Bereich gibt es den Begriff der Five Nines zum Beispiel, also 99,999% Verfügbarkeit meines Systems. Das muss einfach immer da sein. Zweite große Thema. Das dritte ist Distribution im Bereich der Softwaretechnik. Wie bauen wir eigentlich Anwendungen? Das Thema SOA ist im Wesentlichen durch, ist auch ein bisschen verbrannt. Bei Netflix gab es dann irgendwann die Fine-Grained SOA und dann gab es irgendwann Microservices, was im Wesentlichen ganz ähnliche Paradigmen sind, aber eben auch nicht komplett. Es ist schon teilweise auch sehr anders. Und diese Paradigmen, die wollen Netflix und Co. natürlich anwenden. Und auch alle, die gerne so wären wie Netflix und Co. Das hat Neil auch kurz erwähnt, ne? Also diese Inkubatoren zum Beispiel und diese Labs aufbauen. Ich kenne ein Beispiel, da wurden 5 hochqualifizierte Hasso-Plattner-Instituts-Absolventen angeheuert für Design Thinking Task Forces, um neue IT-Startup-Modelle auszudenken von Edeka. Ja, Edeka jetzt also dieses Lab. Da kommen dann diese Dinge hoch, das brauchen wir. Und die Engines, die es heute gibt, die Workflow-Engines, sind auf Paradigmen der Softwaretechnik aus den 90ern aufgebaut, ja, mit so SQL-Datenbanken und Zustandsautomaten, solchen Sachen. So, das klappt aber alles nicht, wenn wir sagen, wir machen aber hier nichts mit Oracle DB, wir machen Cassandra oder wir machen MongoDB oder wir machen gar keine DB, weil wir auf die Platte schreiben wollen, zum Stream, solche Geschichten. Also das sind die Dinge, die wir sehen, die darüber entscheiden, welche Relevanz BPM-Technologie in den nächsten 10 bis 15 Jahren haben wird. Nicht Low-Code. Scheißegal, Low-Code.
Es geht darum, ob wir in der Lage sind, Workflow at Scale zu praktizieren. At Scale heißt nicht im großen Stil einfach nur, es heißt in genau dem Stil, der benötigt wird. Im Zweifel auch nur vorübergehend, im größeren Stil, im kleineren Stil. Wir deployen was, wir lassen was laufen, wir brauchen vielleicht mal 50 Nodes, vielleicht mal nur 2 und dafür zahlen wir dann auch jeweils. Und um solche Dinge zu ermöglichen, auch im Workflow-Bereich, müssen wir fundamental neu denken, wie diese Engines eigentlich gebaut sind. Das heißt, dass zum Beispiel für Camunda, ja, das ist unser großes Thema, das ist unser Research-Thema, da sind wir dran, auch schon seit 2 Jahren nebenbei gesagt, aber eben jetzt so konsequent und auch mit so sichtbaren Erfolgen, dass wir uns langsam mal trauen, darüber zu sprechen. Wir haben ein wahnsinnig gutes Produkt, wir haben das unserer Ansicht nach beste Produkt am Markt, wir sind also in einer sehr komfortablen Lage. Wir sind aber auch in der komfortablen Lage, dass wir keinen Investor haben, der in 5 Jahren einen Exit möchte und deswegen jetzt pusht, dass wir das sozusagen kommerziell ausreizen. Das heißt, wir können also das, was wir verdienen, mit diesem hervorragenden Produkt investieren, um darüber nachzudenken, welche Art von Produkt eigentlich in den nächsten 10, 15 Jahren leading sein wird. Und das sind dann solche Themen hier, ne? Also ein Throughput von nicht 2000 Vorgängen oder 2000 Operationen pro Sekunde, sondern vielleicht 750.000, also ein Faktor von fast 400. Eine Skalierbarkeit, die echt unendlich ist. Wenn wir heute an das Limit einer Datenbank kommen, sei es in Bezug auf die Kapazität, sei es in Bezug auf die Performance, haben wir erstmal ein Problem. Wir können Datenbank-Sharding machen, Zalando macht das zu einem gewissen Grad, also läuft auf mehreren Datenbank-Nodes, aber eine echte lineare, proportional lineare Entwicklung dann der Throughputs sehen wir dort nicht. Muss komplett neu gedacht werden, dieses Thema. Das ist nicht einfach. Wenn wir das verteilen und wir asynchron verarbeiten und Nachrichten reinkommen auf Node 1, ja, wir wollen aber auf Node 3 weitermachen und wie machen wir dann weiter? Solche Sachen sind das. Völlig egal, was für eine Datenbank Sie benutzen oder ob Sie überhaupt eine benutzen, das muss völlig egal sein. Da kommen sofort die Herausforderungen, Eventual Consistency und Asset Transaktionssicherheit etc. Wie geht man damit um? Müssen wir lösen. Haben wir gelöst. Und generell als Klammerbegriff, diese Paradigmen im Cloud-Bereich. Das ist wirklich ein Klammerbegriff und es muss nicht unbedingt immer im Cloud gehen. Es muss nicht darum gehen, dass man das dann irgendwie als Cloud-Service konsumieren muss. Aber es geht darum, dass es eine starke Korrelation gibt zwischen dem, was wir in der Cloud sehen heute und dem, was gebraucht wird. Und das sind dann eben Architekturparadigmen wie zum Beispiel Microservices. Wir werden auch darüber heute Nachmittag sprechen, wenn es darum geht, ruft die Engine eigentlich einen Service auf oder ruft der Service die Engine auf und fragt nach Arbeit? Als Beispiel jetzt nur. Es geht um Stichworte wie Serverless. Wer kennt den Begriff Serverless? Mal kurz die Hand heben, bitte. Gar nicht so viele, ne? Wieder so ein Passwort. Es hat aber sehr viel Impact. Es gab einen Artikel auf TechCrunch neulich, Serverless ist das neue Multi-Tenancy. Jetzt sagen Sie vielleicht, was ist ein Multi-Tenancy? Salesforce kennen wir, Salesforce ist irgendwie ganz schön erfolgreich, nach Auffassung des Autors dieses Artikels, vor allem, weil sie Multi-Tenancy gelöst haben, zu einem gewissen Punkt, also zu einem gewissen Zeitpunkt. Also die Fähigkeit, mehrere Kunden auf einer Ressource erfolgreich und ausreichend isoliert, aber eben ressourceneffizient arbeiten zu lassen, das hat eigentlich Salesforce ermöglicht, unter anderem. Und Serverless wird eben ein ähnlicher Stellenwert zugeschrieben. Also wenn vor 10 Jahren Multi-Tenancy eine Menge erst sozusagen getriggert hat in diesem Bereich Software as a Service, wird vermutet, dass Serverless auf einer ähnlichen Größenordnung triggert. Was ist das eigentlich? Das klingt scheinbar total banal. Es gibt unter anderem Amazon Lambda mal als Beispiel. Amazon Lambda ist, und das ist jetzt von der Webseite einfach genommen, ein serverloser Datenverarbeitungsservice, der Ihren Code beim Eintreten bestimmter Ereignisse ausführt und automatisch für Sie die zugrunde liegenden Datenverarbeitungsressourcen verwaltet. Also mit anderen Worten, ich habe da so ein Stück Code, das habe ich gebaut, als Entwickler und dieses Stück Code schmeiße ich dahin und dann läuft das da. Und zwar Peace of Mind, es läuft einfach, es funktioniert. Scheinbar trivial ist es aber nicht. Es ist wahnsinnig anspruchsvoll, eine solche Umgebung bereitzustellen und erfolgreich und abgesichert und ausfallsicher etc. Auch zu betreiben. Sobald eine solche Ressource verfügbar ist, geht es rund. Eine Menge Leute das nutzen möchten, ähnlich rund, wie es mit EC2 gegangen ist, also generell im Bereich Amazon Web Services. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt inzwischen damit mehr Umsatz machen als mit ihrem Handel. Ich glaube nicht, aber sie machen eine Menge Umsatz damit. Und dann staunen wir wieder und hören die Stichworte, wie sie auch Neil angesprochen hat, mit Digital und die ganzen Beispiele und die Bots und Guido Fischermanns, der spricht mit seiner Uhr, so wie Michael Knight mit Kit, wenn er nach Hause möchte.
Es gibt Netflix und wir gehen nicht mehr in die Videothek und es gibt all diese Dinge und wir sind immer so in Awe, so in Ehrfurcht erstarrt und manchmal auch ein bisschen genervt, vielleicht, wo wir sagen, so ja toll, weiß ich ja irgendwie, dass alles anders wird. Aber was ich ja immer spannend finde, ist zu verstehen, warum eigentlich? Warum wird denn das jetzt anders? Warum haben wir jetzt Netflix? Warum hat man das nicht vor 10 Jahren? Ja, irgendwie krass Technologie, aber man kann das ja runterbrechen sozusagen. Und das, was wir gesehen haben, unter anderem was Amazon ermöglicht hat, das sind diese Dinge. Also weil das passiert, gibt es Netflix zum Beispiel. Und die Rolle von Camunda ist letztendlich, weil Camunda Workflow auf einem Niveau ermöglicht, wie es bislang undenkbar war, werden ganz neue Dinge auf einmal realisierbar, an die man vielleicht noch gar nicht gedacht hat, wie das Beispiel mit dem Anruferprüfen. Das heißt also, wenn AWS Lambda, ne, so ein serverloser Datenverarbeitungssystem, man kann das eigentlich, man muss doch eigentlich so wahnsinnig innovativ sein, man kann einfach sagen, ja, Camunda Cloud ist ein serverloser Workflow-Service, der ihr BPMN-Modell beim Eintreten bestimmter Ereignisse ausführt und automatisch, für die, ja wunderbar, fertig. In dieser Keynote geht es ja so ein bisschen um Visionen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, für sagen, so und das heißt jetzt Camunda Cloud, das ist nun wirklich kein Produktname, das ist einfach nur so ein Working Title und das heißt auch nicht, ja und hier ist die URL und das können Sie jetzt benutzen. Sowas hier ist nicht irgendwie ein Thema für die nächsten 3 Monate, das ist ein Thema für die nächsten 3 Jahre. Aber es ist ein schönes Thema. Okay, heute Nachmittag werden wir noch ein bisschen mehr darüber erfahren. Danke erstmal. Ja, dann schauen wir mal, ob wir noch mehr rauskriegen vom Jakob, was das da ist mit Mars und alledem. Fragen an Jakob. Ich glaube, erstmal sacken lassen. Erstmal sacken lassen. Es geht heute Nachmittag weiter. Also ich glaube, wir sind ganz, ja, ganz entspannt. Ja. Gut. Hier ist eine Frage, Jakob. Ja, hallo Jakob. Faktor 400 ist normalerweise auch ein Technologiewechsel. So Schaltzentralen von großen Telco-Anbietern sind ja typischerweise in Erlangen gebaut. Bei euch ist es auf Java-Basis auch geändert oder bleibt ihr bei Java? Wir bleiben bei Java. Okay. 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 Danke. Okay.